Beispielsweise die Frage der Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte, weil tatsächlich mit den Geräten ist es ja nicht getan, sondern die Lehrkräfte brauchen halt auch mehr Aus- und Fortbildung. Und da schlafen alle Bundesländer in der Bundesrepublik. Das ist ja ein großes Manko beim Digitalpakt, dass der Bund nur in technische Ausstattung investieren durfte und die Länder sozusagen, naja, ein Stück weit nicht allein gelassen, weil es ist ihre Kompetenz und Zuständigkeit. Aber die versäumen halt gerade die flächendeckende Aus- und Fortbildung in dem Bereich. Vielleicht so in so einem Switch, vielleicht hier ist die Schule, wo alle immer hingegangen sind, jetzt waren alle zu Hause und es gibt ja immer mehr Firmen, die so kleine Workspaces aufmachen. Ich ermahne dazu, nur mal hinzugucken, wenn Amazon sagt, okay, jetzt mache ich mal in Köln 50 so kleine Hubs und sage, liebe Prime-Kunden, ihr könnt da jetzt einfach umsonst eure Kids hinschicken. Das ist voll ausgestattet, top. Was wird dann wohl passieren? Und das passiert schon um uns herum. Und da ermahne ich immer, wir können jetzt nicht noch 2, 3, 4 Jahre sprechen, sondern dann sollten wir die Bagger mal rausholen, das Geldköfferchen direkt in Berlin abholen und irgendwie nach draußen tragen, und so neue Hubs vielleicht auch machen, völlig neu denken, bevor wir jetzt dem toten Pferd die Sporen, geben. Was mir aber wichtig ist, ist, dass tatsächlich Bildung am Ende staatliche Aufgabe bleibt und es halt nicht sein kann, dass es am Ende eine soziale Frage ist, welche Eltern können sich gute Lern-Apps kaufen, können sich gute Inhalte kaufen, können sich gute digitale Nachhilfe kaufen oder halt auch Nachhilfe in Präsenz, so wie es ja jetzt auch schon vielfach der Fall ist. Sondern wenn es gute Lösungen digitaler Art gibt, dann muss der Staat dafür Sorge tragen, dass alle Schüler dafür da auch einen entsprechenden Zugang haben, damit es eben nicht die soziale Frage wird, wer ja besseren Zugang zu Bildungsinhalten hat.